In den vorigen Videos habe ich eine ganz bestimmte Theorie von mir beschrieben. Wir erleben den größten Schmerz, wenn wir eine tiefe Verbundenheit verlieren. Wenn wir etwas verlieren, zu dem wir eine tiefe Verbundenheit entwickelt haben, wie zum Beispiel unsere Heimat. Oder wenn wir einen Menschen verlieren, mit dem wir uns tief verbunden fühlen. Oder wenn wir von einer Vision loslassen müssen, an die wir ein intensives Verbundenheitsgefühl geknüpft hatten. Oder wenn ein Mensch seine Verbundenheit zu uns beendet und wir glauben, ohne seine Verbundenheit keine eigene Verbundenheit mehr zu ihm leben zu können. Wir meinen, von unserer Verbundenheit zum anderen loslassen zu müssen. Zu dieser Verlustschmerztheorie gehört eine weitere Sichtweise und Erfahrung von mir. Ich behaupte, dass unsere tiefe Verlustwunde wieder heilen kann, wenn wir eine neue, höhere, umfassendere Verbundenheit außerhalb von uns oder in uns selbst finden oder herstellen. Diese umfassendere Verbundenheit muss den erlebten Verlust vollständig integrieren können. Sonst bleibt ein Restverlustschmerz übrig. Ich selbst habe meine Verlusterfahrungen heilen können, indem ich mir selbst einen umfassenden Verbundenheitsrahmen gegeben habe. Ich habe mir viel Zeit genommen, habe mich darum gekümmert, dass ich nicht gestört werde, und habe mich selbst und meinen Schmerz tief verstanden. Ich habe meinen Verlustschmerz oder meine Verletzung vollkommen anerkannt, ernst genommen und mich selbst fürsorglich umarmt. Oder ich habe mir in meiner Fantasie liebevolle Menschen vorgestellt, die mich voller Verständnis fürsorglich in den Arm nehmen. Und dann habe ich meinen dazugehörigen Trauerprozess und meine Tränen vollständig zugelassen. Ich habe meinem Herzen und meinem Gehirn den ganzen liebevollen Raum gegeben, den sie für diese emotionale Verarbeitung benötigt haben. Das war und ist die übergeordnete Verbundenheit, die ich mir selbst gebe. Ich gehe davon aus, dass mein Gehirn durch diese Verarbeitungsprozesse in gewisser Weise freier für neue Vernetzungen wurde. Diese neuen Vernetzungen machen es mir heute möglich, uns Menschen mit unseren verletzenden Verhaltensmustern besser zu verstehen. Ich kann mit jedem verletzenden Verhalten und mit jeder Verletzung Mitgefühl haben und mich dadurch mit jedem Menschen intensiv verbunden fühlen. Selbst wenn eine Person sich komplett von mir distanziert und ihre Verbundenheit zu mir beendet und mir sogar noch die Schuld daran gibt, habe ich gleichzeitig Mitgefühl mit ihrer Distanz und Schuldzuweisung. Ich stelle in mir eine tiefe Verbundenheit zu dieser Person her und ich fühle ein fürsorgliches Verständnis und eine mitfühlende Verbundenheit zu ihrem Bedürfnis, Distanz leben zu wollen, aus welchem Grund auch immer. Diese Grundhaltung erlaubt mir, mich mit allem Schmerzhaften und mit jedem Stress in einem glücklichen Lebensfluss zu erleben. Du hast in den vorigen Videos bis hierher sehr viele Aspekte meines Neuresonanzmodells als auch meiner persönlichen Sichtweisen kennengelernt. Mit diesem Gesamthintergrund schaue ich nun aus einer weiteren Perspektive auf unsere neuen Basisverhaltensmuster, und zwar aus der Perspektive der Schmerzverknüpfungen. Wie verhalten wir uns, wenn sich ein ganz natürliches Verhaltensmuster in unserem Gehirn mit unverarbeiteten Schmerzerlebnissen verknüpft hat?
und verknüpft geblieben ist. Dabei möchte ich eines unbedingt betonen. Ich werde nach wie vor nur meine persönlichen Sichtweisen vermitteln. Denn es wird sich in diesen Videos auch um die innere Heilung dieser Schmerzverknüpfung drehen. Und weder kann ich wissen, wodurch ein Mensch tatsächlich heilen kann, noch darf ich Heilversprechen abgeben. Deswegen berichte ich immer nur von meinen persönlichen Sichtweisen. Es ist nichts Wissenschaftliches. Alles, was ich bisher gesagt habe und als nächstes sagen werde, sind reine Angebote an dich. Und du entscheidest nach wie vor in der Spielerrolle, was für dich und für deine Ziele, Wünsche und Bedürfnisse Sinn macht. Was du brauchst und was nicht. Du wertest. Für dich und für dein Leben. Ich schaue zuerst auf unsere Beobachterrolle. Sie ist das neunte der Basisverhaltensmuster, die ich durch das Resonanzmodell beschreibe. Dieses Beobachterverhaltensmuster ist unser Bewusstsein, unsere Aufmerksamkeit, unsere Achtsamkeit. Meiner Sichtweise nach haben auch dieses Verhaltensmuster alle Menschen, genauso wie alle anderen Verhaltensmuster jeder Mensch hat. Meine Theorie ist, dass unser gesamtes Sein, unser allumfassendes Ich, entscheidet, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken wollen. Entweder wird diese Entscheidung von etwas Äußerem angeregt oder von einem inneren Wunsch oder Bedürfnis. Auch wenn wir zum Beispiel durch ein äußeres Geräusch abgelenkt wurden, dann wurden wir nicht automatisch von außen gelenkt, sondern etwas in uns hat das Geräusch wahrgenommen und hat sich selbstständig entschieden, dass wir unsere Aufmerksamkeit darauf lenken. Selten ist das eine bewusste Entscheidung. Aber es ist eine Entscheidung unseres gesamten Ichs. Neurowissenschaftler haben im Labor durch Hirnscans festgestellt, dass Millisekunden vor einer bewussten Entscheidung bereits neuronale Prozesse im Gehirn ablaufen, die zu dieser Entscheidung gehören. Das bedeutet, dass auch unbewusste Prozesse unseres gesamten Ichs an unserer Entscheidung mit beteiligt sind. Dabei hängt eine Entscheidung immer davon ab, in welchem Gesamtzustand wir uns jetzt gerade befinden und welches Hauptziel wir verfolgen. Wir können zum Beispiel so stark auf etwas konzentriert sein, dass wir andere Dinge komplett ausblenden und unsere Aufmerksamkeit nicht darauf lenken, egal wie laut ein Geräusch ist. Worauf wir letztendlich tatsächlich unsere Aufmerksamkeit lenken, liegt also immer an uns selbst. Deshalb sind wir sogar in der Lage, uns darin zu trainieren, worauf wir genau unsere Aufmerksamkeit lenken. Trainieren wir uns darin, unsere Aufmerksamkeit vermehrt auf die Gegenwart zu konzentrieren, ohne dabei irgendein anderes Ziel zu verfolgen, dann nennt man das auch Achtsamkeitstraining. Noch einmal kurz, unser Beobachterverhaltensmuster ist unsere Aufmerksamkeit. Und unser Gesamt-Ich entscheidet, was wir beobachten, also worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken. Zur Erinnerung, entscheidet unser gesamtes Ich, ob wir unsere Aufmerksamkeit auf ein bewusst gewähltes Ziel konzentrieren, dann sind wir in der Spielerrolle. Entscheidet unser gesamtes Ich, dass wir uns vom Universum ein Ziel auf dem Silbertablett servieren lassen, dann sind wir in der Mitspielerrolle.
Das weißt du inzwischen aus dem Installationsvideo Nummer 10. Warum gibt es keine Beobachterrolle, die mit einem Schmerz verknüpft ist? So wie bei den anderen Rollen im Neuresonanzmodell, weil wir unsere Aufmerksamkeit auch auf das lenken können, was uns schmerzt. Wir sind also auch bei jedem Schmerz in der außenstehenden Beobachterrolle. Allerdings ist die Beobachterrolle nicht komplett unabhängig vom Schmerz, denn wenn unser Gesamt-Ich entscheiden kann, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf unseren Schmerz lenken, muss es irgendwie ja auch mit dem Schmerz verbunden sein. Und wie du seit dem vorigen Video weißt, ein Schmerz bedeutet für uns immer, dass unser Heilsein bedroht oder verletzt ist. Wir reagieren auf einen Schmerz immer mit unserem natürlichen Wunsch nach Heilung. Und durch diesen Wunsch lenken wir unsere Aufmerksamkeit natürlich sofort auf den Schmerz, um ihn innerhalb einer Heilungshierarchie heilen zu können. Trotz dieser Verbundenheit ist die Beobachterrolle selbst nicht mit einem Schmerz verknüpft. Das reine Beobachten tut nie weh. Unser Bewusstsein kann nie verletzt werden, sondern wir beobachten den Schmerz. Wir können also in der Nichtspielerrolle einen Schmerz erleben und uns dann darauf konzentrieren, dass wir unseren Schmerz nur beobachten. Dadurch können wir eine Position außerhalb des Schmerzes einnehmen und uns dadurch vom Schmerz in gewisser Weise dissoziieren. Manche Achtsamkeitsmethoden empfehlen einen solchen Umgang mit Schmerz. Also weniger gegen den Schmerz kämpfen, sich weniger mit dem Schmerz identifizieren und mehr beobachten. Sei dir bewusst, dass dein Bewusstsein nie verletzt werden kann und niemals schmerzt. Dein Bewusstsein tut nie weh. Es ist immer dein Körper oder dein Gefühl, das den Schmerz hat. Und du beobachtest es mit deinem Bewusstsein. Probiere selbst in verschiedenen Situationen aus, ob es dir hilft, deinen seelischen oder körperlichen Schmerz ganz bewusst zu beobachten. Wenn wir im Alltag bewusster die Beobachterrolle leben, dann kann uns das dabei helfen, auch bewusster die gelöste Allesspielerrolle zu leben. Denn auf alles, was wir in der Gegenwart, also im Jetzt, erleben, auf alles, was wir beobachten, auf alles, was passiert, können wir reagieren mit dem Gedanken, und auch das gehört jetzt dazu. Im glücklichen Lebensfluss, siehe Installationsvideo 10, erfüllt es uns, in jedem Moment denken und fühlen zu können, dass auch das jetzt dazugehört, was jetzt gerade passiert. Die Allesspielerrolle bringt uns dazu, andere Menschen mit allem zu respektieren, was sie denken und was sie tun. Denn auch das gehört dazu. Gleichzeitig gehören auch unsere eigenen Grenzen dazu, wenn uns etwas missfallen oder angreifen sollte. Und es gehört die Reaktion des anderen auf unsere Grenzsetzung dazu. Wenn er zum Beispiel durch unsere Grenze traurig oder ärgerlich wird, auch das gehört dazu. In der Allesspielerrolle fällt es uns am leichtesten, Mitgefühl, Verbundenheit und Fürsorge zu anderen Menschen zu leben, ohne uns dabei selbst zu opfern. Und wenn wir uns doch mal opfern, dann gehört auch das dazu. Wollen wir uns aber nicht opfern, dann gehört auch das dazu. Weil wir in dieser Rolle wirklich alles integrieren, auch alle anderen Rollen, empfehle ich, bewusst die Allespielerrolle als Basis für alle anderen Rollen zu nehmen.
In diesem Bild siehst du, wie man es darstellen könnte. Die Allespielerrolle ist als großer Hintergrund die Basis für alles andere. Wie zeigt sich in unserem Alltag nun die Allespielerrolle, wenn sie mit einem Schmerz verknüpft ist? Mit einem Bad-End-Erlebnis, das immer noch unverarbeitet ist und uns immer weiter schmerzlich beeinflusst? Um das genauer zu beschreiben, bediene ich mich wieder der vier Begriffe mit den drei Buchstaben ANG, also Angst, Zwang, Drang und Angriff. Stell dir vor, du nimmst die Allespielerrolle ein und willst sagen, dass etwas dazugehört. Du kannst es aber nicht sagen, weil du eine Angst in dir spürst, das auszusprechen oder zu leben. Das könnte eine Angst davor sein, von einer anderen Person negativ bewertet zu werden. Du hast es schon einmal schmerzhaft erlebt, hast es aber noch nicht verarbeitet und schützt dich nun ängstlich davor. Ein konkretes Beispiel wäre, wenn wir sagen wollen, dass auch Muslime in Deutschland dazugehören. Wir haben aber Angst, von einer anderen Person dafür kritisiert oder sogar angegriffen zu werden. An dieser Angst können wir ablesen, dass unsere Allespielerrolle jetzt gerade mit einem Schmerz verknüpft ist. Haben wir in der Allespielerrolle das Gefühl von Zwang, dann haben wir das Gefühl, von einem anderen Menschen zum Integrieren gezwungen zu werden. Auch hier ist ein Schmerz an die Rolle geknüpft. Wir sollen einer Sache zustimmen. Beispielsweise soll ein Kind bei seinem Kindergeburtstag nicht nur die drei besten Freunde einladen, sondern die Eltern wollen, dass das Kind auch noch die Geschwister und einige Kinder aus der Nachbarschaft mitfeiern lässt. Ein üblicher Überzeugungssatz bei einem Zwang heißt, man macht das halt so. Bei dem Gefühl von Drang in der Allespielerrolle wollen wir unbedingt etwas oder jemanden integrieren oder einer Sache zustimmen. Meistens sogar immer wieder. Die Schmerzverknüpfung ist in diesem Fall das unbedingte Wollen. Dabei wird nichts anderes zugelassen. Beispielsweise will eine Mutter bei jedem Familienfest immer unbedingt alle Verwandten einladen, weil sie es nicht zulassen kann, weniger Personen einzuladen und jemanden dadurch auszuschließen. Sie befürchtet einen Ausschlussschmerz. Und ein Angriff in der Allespielerrolle passiert, wenn wir einer Sache zustimmen und etwas integrieren, um einen anderen Menschen damit zu verletzen. Beispielsweise sagt ein Ehemann, der seine Ehefrau verletzen will, dass es auch dazugehört, mit anderen Frauen ins Bett zu gehen. So können wir also die Allespielerrolle erleben, wenn sie mit einem Schmerz verknüpft ist. Diesen Schmerz, der hinter solchen Gefühlen und hinter solchen Verhaltensweisen steckt, könnte man möglicherweise lösen, wenn man ihm eine vollständige Heilungshierarchie verschafft. Das weißt du aus dem Installationsvideo 14. Anstatt gegen den Schmerz zu kämpfen oder ihn aus Gewohnheit einfach nur auszuhalten, nehmen wir ihn vollkommen ernst. Er steht in unserer Aufmerksamkeit ganz oben. Wir stellen ihm einen optimalen Schutz zur Verfügung und einen liebevollen und verständnisvollen Rahmen. Dieser Rahmen bietet eine neue, tiefe Verbundenheit auf einer höheren Ebene. Die Verbundenheit können wir dadurch stärken, indem wir das erlebte Bad End in ein Happy End weiterentwickeln. Dabei geben wir viel Raum und Zeit für eine mögliche Schmerzverarbeitung durch zum Beispiel Tränen. So lange, bis das Happy End geholfen hat, das bisher abgespaltene, kraftvolle und liebevolle Potenzial
wieder vollständig zu integrieren und zu leben. Jetzt kann man den glücklichen Lebensfluss an dieser Stelle wieder fühlen und leben. Diesen Heilungsprozess zeige ich mit noch weiteren Aspekten ausführlich und in aller Ruhe zum Nachvollziehen in Video 19. Schauen wir als nächstes auf die gelöste Spielerrolle. Und es ist wirklich Zufall, dass jetzt gerade draußen die Kinder zu spielen beginnen. Das hört man so ein bisschen im Hintergrund. Im glücklichen Lebensfluss haben wir Freude, ein Ziel zu verfolgen. Dabei wissen wir genau, wie das Ziel aussieht und freuen uns darauf, es zu erreichen. Wir wissen genau, was zum Ziel dazugehört und was nicht dazugehört. Wir können also klar werten und entscheiden und alles um uns herum einteilen in das, was uns nützt und das, was uns nicht nützt. Wenn wir dafür Unterstützung von anderen Menschen brauchen, können wir auch hier klar entscheiden, welcher Mensch uns wunderbar unterstützt und welcher uns nicht unterstützt oder nicht unterstützen kann. Dabei wissen wir auch, dass andere Menschen sich niemals unser Ziel genau vorstellen können. Sie sind immer unsicher und haben Fragen, wie wir es uns denn genau wünschen. Außerdem sind sie auch auf natürliche Weise unsicher, ob ihre Hilfe uns noch hilft oder nicht. Sie brauchen dementsprechend immer ein Feedback von uns. Und sie brauchen unsere Kontrolle, ob sie noch alles richtig machen. Wir sind offen dafür, alle ihre Fragen zu beantworten und immer wieder in Ruhe zu kontrollieren, ob noch alles unserem Ziel dient oder ob wir mit ihrer Hilfe auch unserem Ziel näher kommen. Jetzt verknüpfe ich einmal diese Beschreibung der Spielerrolle mit den vier Zuständen Angst, Zwang, Drang und Angriff. Das hört sich jetzt so an. Wir haben Angst, ein Ziel zu verfolgen. Dabei sind wir unsicher, wie unser Ziel eigentlich genau aussieht. Daher können wir auch nicht genau werten, was jetzt dazugehört und was zum Ziel nicht dazugehört. Vor allem haben wir Angst davor, zu werten und alles um uns herum einzuteilen in das, was uns nützt und das, was uns nicht nützt. Wenn wir Unterstützung von anderen Menschen brauchen, haben wir Angst davor, uns zu entscheiden, welcher Mensch uns hilft und welcher nicht. Wir haben Angst davor, bezogen auf unser Ziel, in gut und schlecht einzuteilen. Wir haben außerdem Angst, anderen Menschen zu sagen, dass sie sich niemals unser Ziel genau vorstellen können. Wir haben Angst, mit der Unsicherheit anderer Menschen umzugehen, ihre Fragen zu beantworten und ihnen Feedback zu geben. Vor allem wollen wir nicht kontrollieren. Wir wollen nicht kontrollieren, ob sie noch alles richtig machen und ob wir mit ihrer Hilfe unserem Ziel näher kommen. Oder wir fühlen uns gezwungen, ein Ziel zu verfolgen. Wir sollen genau wissen, wie unser Ziel aussieht und sollen motiviert sein, es zu erreichen. Wir haben das Gefühl, andere bewerten zu müssen und Entscheidungen zu fällen, was uns hilft und was nicht. Außerdem sollen wir die Fragen derjenigen beantworten, die uns bei unserem Ziel helfen und ihnen Feedback geben, ob sie noch alles richtig machen. Oder wir haben einen starken Drang, ein Ziel unbedingt zu erreichen. Wir wollen unbedingt immer Klarheit über unser Ziel haben und wissen super genau, was zum Ziel dazugehört und was nicht. Dies stülpen wir anderen Menschen über. Wir werten permanent und fällen rücksichtslos Entscheidungen und teilen alles um uns herum ein in das, was uns nützt und das, was uns nicht nützt. Wenn wir dafür Unterstützung von anderen Menschen brauchen, entscheiden wir unbedingt auch hier rücksichtslos, welcher Mensch uns unterstützen kann und welcher nicht. Dass andere Menschen sich niemals unser Ziel genau vorstellen können, das macht uns ungeduldig.
Wir sind von der Unsicherheit anderer Menschen genervt und lehnen ihre Nachfragen und Korrekturwünsche ab. Wir wollen kein permanentes Feedback geben, sondern wir erwarten, dass die anderen möglichst schnell das Ziel klar bekommen und dann endlich wissen, was zu tun ist. Sie sollen selbstständig entscheiden und handeln. Das aber richtig, ohne Fehler. Oder wir verfolgen ein Ziel, um andere Menschen dadurch anzugreifen. Beispielsweise, wenn wir mit dem Verhalten eines anderen Menschen nicht einverstanden sind und ihn auf irgendeine Weise bestrafen wollen. Dabei wissen wir genau, wie unser Ziel aussieht und wir fühlen eine innere Härte oder einen Ärger. Mit diesen Gefühlen werten wir klar und vielleicht vorwurfsvoll, was nicht zu unserem Ziel dazu gehört. Wenn wir dafür Unterstützung von anderen Menschen einfordern, bewerten wir auch hier klar, welcher Mensch uns nicht hilfreich ist. Macht jemand einen Fehler, dann werfen wir es ihm vor und ärgern uns darüber. Dabei erwarten wir, dass andere Menschen sich genau vorstellen können, welches Ziel wir verfolgen und warum wir dieses Ziel verfolgen. Ihre Unsicherheit uns gegenüber macht uns nur noch härter und ärgerlicher. Wir sind nicht einmal bereit, irgendwelche Fragen zu beantworten und verschließen uns bewusst. Das waren einige Aspekte der Spielerrolle, wenn diese Rolle mit Schmerz verknüpft ist. Diesen Schmerz, der hinter solchen Gefühlen steckt, könnte man möglicherweise lösen, wenn man ihm eine vollständige Heilungshierarchie verschafft. Anstatt gegen den Schmerz zu kämpfen oder ihn aus Gewohnheit einfach nur auszuhalten, nehmen wir ihn vollkommen ernst. Er steht in unserer Aufmerksamkeit ganz oben. Wir stellen ihm einen optimalen Schutz zur Verfügung und einen liebevollen und verständnisvollen Rahmen. Dieser Rahmen bietet eine neue, tiefe Verbundenheit auf einer höheren Ebene. Die Verbundenheit können wir dadurch stärken, indem wir das erlebte Bad End in ein Happy End weiterentwickeln. Dabei geben wir viel Raum und Zeit für eine mögliche Schmerzverarbeitung durch zum Beispiel Tränen. So lange, bis das Happy End geholfen hat, das bisher abgespaltene, kraftvolle und liebevolle Potenzial wieder vollständig zu integrieren. Jetzt kann man den glücklichen Lebensfluss an dieser Stelle wieder fühlen und leben. Wie sich die Mitspielerrolle und die Nichtspielerrolle im Alltag ausdrücken, wenn sie mit Schmerz verknüpft sind, das zeige ich im nächsten Video. Möge der glückliche Lebensfluss immer mit dir sein, wie die hinter allem scheinende Sonne.